Birkenzweig. Jade Bo ist Außenseiterin. Da kann man sich nichts ausrechnen, die 6. Flor Charisma, kurzer Weg, ja, aber von Startplatz 8 sieht das natürlich nicht so schön aus. 30 Sekunden bis zum Start, 30 Sekunden. Um ja nochmal im Bild die Favoritin, 27-14. Macht einen guten Eindruck. An den Hauptstarter, der Start ist frei. Johannes Frömming Memorial, Standardrennen um 20.000 Euro, Sie wissen es. Und jetzt wird es auch zu schwer, eine Viererwette auszuarbeiten. Ich hoffe, Sie haben schon abgegeben, in diesem Rennen keine Dreierwette. Das werden Sie spätestens dann festgestellt haben, wenn Sie versucht haben, einen abzugeben. Pferde beziehen ihre Plätze hinter dem Wagen. Faye Borgen zweigt die 1, die 2 Good Colors, die 3 Litana, die 4 Omir, die 5 Lamba Lamba, 6 Jane Bo, 7 Felten Vivian, 8 Flor Charisma, 2. Reihe, 9 Unforgettable Thorsten Thies, 10 Likasen. Pferdemaut. Meter bis zur Marke. Das Johannes Frömming Memorial ist gestartet. Urmia will nach vorn. Litana ist dabei. Außen Lamba Lamba aus zweiter Reihe kommt Likasi gut weg. Urmia gegen die drei Lastbegerinnen. Dahinter Felten Vivienne außen an der Innenkante Jane Bo. Es geht durch den Bogen. An der Spitze Litana behauptet sich gegen Urmia. Die muss außen bleiben. In Likasi Fehler von Lamba Lamba im ersten Bogen. Dadurch vierte Position nun für Jane Bo. In äußerer Spur versucht sich da Flor Charisma. Feld geht aus dem Bogen heraus, erreicht die Tribünen gerade mit Litana. Litana, Urmia, Rick Ebbinge schaut sich um. Kommt da jemand? Da kommt jemand in dritter Spur. Das ist Flor Charisma. Likasi ist dabei. Felten Vivienne, Jane Bo, dann Good Girl Ass vor Fame Beukenzweig und am Schluss Unforgettable. Dicht geschlossenes Feld auf der letzten Runde und außen hängen geblieben ist Flor Charisma. In dritter Spur versucht er jetzt einzuparken hinter Urmia. 4-1 und 10-6. Die ersten beiden Zwischenzeiten. Litana weiter vorne. Urmia außen daneben. Ene Likasi. Flor Charisma kommt aus dritter Spur nicht weg. Felten Vivienne ist da zur Stelle. Innen Jane Bo, dann Good Girl Ass. Die muss wenden in die vierte auf der Überseite, um hier nach vorne zu kommen. Und das macht sie natürlich auch. Nach einer gelaufenen Runde, Litana, Urmia gleich auf, dann Likasi. Flor Charisma ist durch mit dem Thema Unforgettable, sucht die Lücke. Ganz außen ist Good Girl Ass dabei, 500 Meter noch bis zum Ziel. Im letzten Bogen, L5, die Zwischenzeit, höllische Fahrt. Litana, Urmia wird angeschoben, in Likasi, ganz außen, Good Girl Ass. Felten Vivienne, Jane Bo immer noch gut dabei, Unforgettable. Litana in guter Haltung, Urmia außen, Litana, Litana, Urmia und dann Likasi. Es geht um die letzte Ecke, das ist wohl ein Rennen zwischen zwei Stuten, Litana oder Urmia. Kann Urmia außen darum angreifen? Sie versucht es, aber Litana liegt zu. Litana vor Urmia und Litana, Litana, Startziel, Litana und Christian Lindhardt gegen Urmia. Dahinter innen Likasi wohl noch vor. Felten Vivienne, Good Girl Ass, Unforgettable, Jane Bo, Fame Beukenzweig, Flor Charisma. Und die letzte Zwischenzeit 13-5. Der vorläufige Richterspruch zum Johannes Frömming Memorial. Es siegte die 3 Litana vor der 4 Urmia, der 10 Likasi und der 7 Felten Vivienne. 3, 4, 10, 7 vorläufig.
Die Starter für das achte und vierte letzte Rennen im abschließenden Trabreiten Eileen Eden Rennen starten alle acht. Die Siegerinnen aus dem Johannes Frömming Memorial kommen vorgefahren. Das sind Litana, die vierjährige Chagga-Tochter aus der Zucht des Gestütes Lasbeck. Besitzer ist das Gestüt Lasbeck. Der Trainer ist Christian Lindhardt. Der Fahrer ist Christian Lindhardt. Der Betreuer ist wahrscheinlich Holger Seemann. Deswegen sitzt er da mit auf dem amerikanischen Sulki, der hier zum ersten Erfolg an diesem Tag kommt, aber das nur am Rande für Christian Lindhardt. Hier der Treffer mit Litana im Johannes Frömming Memorial in 1. 12. 1. Ja, und bitte kommen Sie doch etwas näher. Der Regen hat ein bisschen nachgelassen. Und geben Sie uns bitte hier einen würdigen Rahmen für das Johannes Frömming Memorial. Denn es fährt ein, die Siegerin Litana in der Hand von Christian Lindhardt aus dem Gestüt Lasbeck. Und ich bitte einmal um Ihren kräftigen Applaus.